Als ich nach Hiroshima kam, war ich desillusioniert. Ich hatte die mächtigsten Männer der Welt getroffen. Der eine ein unmündiges Kind, der andere ein mittelmäßiger, gewöhnlicher Mann. Ich hatte die Abgesandten des Reiches Gottes getroffen, zerrissen zwischen Männern mit ehrenwerten Zielen und Fischern des Teufels. Im heiligen Land der Palästina Prima hoffte ich, Antworten und einen neuen Weg zu finden. In Hiroshima hielt sich zur damaligen Zeit Flavius Florentinus auf, der Präfekt der Diözese Orient, welcher Weise und Gelehrte aus aller Welt um sich geschart hatte, und ich diskutierte mit vielen klugen Männern die Werke Platons, Aristoteles, die Lehren der Naturphilosophen, der Pythagoreer und Stoiker, und redete mit gelehrten Heiden sowie mit Christen und Juden. Doch war diese Welt von einer Herrschaft der Philosophen oder einer Respublika denkbar weit entfernt, und niemand, mit dem ich sprach, vermochte, mir solcherlei Gedanken zu folgen. Eines Morgens stieß Florentinus seltsam aufgewühlt zu unserer Runde, berichtete von einem verstörenden Traum. Florentinus lag in seinem Gemach und hielt seine Gattin Hersilia in Arme, als am Horizont zwei fliegende Schlangen erschienen. Zweiköpfig, hässlich und feuerspeiend setzten sie den Palast des Präfekten in Flammen. Eine Schlange packte ihn mit Klauen, während die zweite Hersilia erfasste, und schleppte beide aufs Palastdach, wo sie ihnen Arme und Beine ausrissen. Und acht kleinere Schlangen erschienen, welche die Glieder nahmen und zum Tempel der Diana trugen, wohin die Menschen der Stadt zur Sicherheit geflohen waren, zerrissen dort die Glieder, verbrannten die Leiber und den Tempel zur Asche, verstreuten die Asche weithin über das Land, wo keine Stadt mehr übrig war. Ich erkannte die Wahrheit in Florentinos Traum, und vor mir breitete sich die Vision eines neuen Glaubens aus. Und von vier fremdgläubigen Königen, Nachbarn der Orients, welche das Land erobern würden, und die Kinder seiner Kinder nach acht Generationen würden erschlagen und ihre Kinder dem alten Glauben abschwören und Ritter des neuen Glaubens werden, geachtet und verehrt in allen Nachbarländern. Hierauf ließ sich Florentinus, welcher vordermals ein gelehrter Heide gewesen war, taufen und wurde ein frommer Christ. Ich jedoch war verwirrt und verunsichert und verließ den Palast des Präfekten und wanderte lange und ausgiebig durch das heilige Land. Ich ging nach Nazara und an den See Kinneret, an den Ölberg und den Garten Sethsemane, und kam schließlich zur Basilika des Grabes, wo ein Mann mich ansprach, in welchem ich meinen Gastwirt in Massalia, Katerphilus, wiedererkannte. Dies war, was er zu mir sprach: Wer mich sucht, der soll mich finden, so stand es geschrieben auf einem Stein im Byzantium. Ich erkannte die geheime Wahrheit: Merlin und der Hirsch sind eins. Doch seid ihr nicht der Mann, den ich erwartet hatte, obgleich ihr ihm in manchen durchaus ähnlich seid, soweit ich erkennen kann und mich erinnere. Einst kannte ich einen jungen Mann, Jehoshua ben Josef mit Namen, den Neffen meines Freundes Josef von Ramata, dem Zinnhändler und Sadduzäer, und Sohn von Josef ben Joachim, dem Baumeister, und seiner Frau Miriam. Er war ein außergewöhnliches Kind, wurde ein ebenso außergewöhnlicher junger Mann. Doch verursachte er Unruhen im Volke, stellte die Worte der Priester in Frage und wurde letztlich gekreuzigt, da man ihm vorwarf, das Volk zum Aufstand aufgewiegelt zu haben. Und es war ich, welcher aus Furcht und Wut vor den Priestern falsch gegen ihn aussagte, als ich in römischen Dienst entstand. Und ich war es, der ihm die Rast verweigerte, als er das Kreuz zum Ölberg trug und vor meiner Türe ruhen wollte. Und nichts in meinem Leben habe ich jemals mehr bereut. Ich war nicht dort, als er starb, sondern in meiner Werkstatt und machte Schuhe. Und wie eine Voraussehung oder ein Fluch ist es, dass ich bis heute meine Schuhe mache, mit denen ich länger als wenige Jahrzehnte an einem Ort verweilen kann, da ich seit jenem Tage nicht mehr altere. Erst spät fand ich die Wahrheit in Jehoshuas Worten, ließ mich taufen von einem Mann namens Ananias. Mein Freund Josef vom Ramata vergab mir, und ich begleitete ihn auf seinen Reisen. Er baute die Grabstätte unter dieser Basilika. 40 Jahre verweilte er im Kerker, bis er unter Vespasian befreit wurde, als Jehoshua in einer Vision oder körperlich erschien und seine Freilassung bewirkte. Zuerst ging er nach Saraka, wo er eine christliche Gemeinde gründete, später nach Britannia, wo er bereits auf seinen früheren Reisen als Zinnhändler verweilte und eine Synagoge aus einfachem Flechtwerk errichtet hatte, worin er von seinen Schutzherren, den brennanischen Königen Abellius und Genelos, die zum Judentum konvertiert waren, unterstützt wurde, welche nach seinem Tod sein Josephus und seine Schützlinge Petreus und Simeon fortführten. Ich hieß Ahasverus in Saraka, Mailokunos unter den Britanniern, Butadeus wurde ich genannt von meinen Feinden, Kataphilus wurde ich genannt von Jehoshua. Doch mein wahrer oder ursprünglicher Name war Mattathias. Wer aber nun seid ihr? Wer war ich? Nicht Christus, der Gottessohn. Nur eine Imitation, gezeugt durch einen niederen Diener, Sohn eines gefallenen Vaters, welcher sein Erbe und seine Bestimmung in den Wind schlug und ebenso ein zielloser Wanderer wie Mattathias geworden war. Und wieder fiel mir meine Vision ein: der Stein, der Kessel, der Kelch. Ich sah, wie sich vor mir die Vision manifestierte. Christus war in Britannien gewesen,
Er hatte Josef als Knaben begleitet und beim Bau der Synagoge geholfen. Als dieser deinen Dornenstab in den Boden stieß, verbrachte er das Wunder, ihm Blüten treiben zu lassen, als Zeichen für die Britannia, welche ihn dort einpflanzten und als heiligen Baum verehrten. Symbol für die Welt. Was brachte er aus Britannien mit? Was erhielt Josef im Kerper, fehlt sich jahrelang an Leben. Was war es, von dem Mattathias wusste und dessen Bild mir unklar blieb? Lange dachte Mattathias nach und sah mich rätselhaft an. Dann berichtete er mir von jenem grünen Stein. Einer Gabe der Britannia an Josef, als sie Juden wurden. Einen heiligen Kessel ihrer alten Gottheiten hatte König Abelius eingeschmolzen, Genelus daraus einen kupfernen Kelch gegossen. Auf dessen Boden hatte der alte grüne Stein gelegen. Als Jehoshua starb, durchbohrte ihn ein Römer namens Longinus mit einem Speer. Josef fing in Jehoshuas Kelche Reste von seinem Schweiße und seinem Blute auf. Auch den Speer nahm er später in seinen Besitz, doch den Kelch verbarg er an einem geheimen Ort. Tauben hatten ihm Manna gebracht, sodass er bei Kräften blieb. Und ein Stein war es, und ein Kelch, und ein Kessel, sie waren eins. Und ich erkannte den grünen Stein, denn solche hatte mein Vater auf seiner Stirn getragen, nur einer hatte gefehlt. Ich konnte sehen, dass er herausgebrochen war bei seinem Fall vom Himmel. Er war in die Hände niederer heidnischer Gottheiten geraten, welche seine Kräfte für magisches Werk verwendet hatten. Wo aber war der Kelch mit dem Stein nun? Ich erkannte, dass Josef ihn in seine Synagoge nach Britannia zurückgebracht hatte. In Josefs Grab in Glevitynkos Burg hatte man den Messkelch beigegeben. Und Mylokunis hatte prophezeit, dass es niemals soll dem Rindelvolk an Regen und Himmelstau mangeln. Ein Eingang zur alten Unterwelt war dort einst gewesen, und als Josefs Dornstab eingepflanzt wurde, entsprang der Erde ein Quell von Blut. Wenn aber Jesus den heiligen Stein gereinigt und ihn zu einem reinen und heiligen Objekt erhoben hatte, so konnte auch mein Vater eines Tages gereinigt und erlöst werden. Dann war mein Schicksal nicht mehr festgeschrieben. Dann könnte der neue Glaube, zukünftige Glaube, einstmals kommen und die Religion wirklicher Philosophenkönige werden, angeleitet von weisen Männern mit meiner Sicht und meinem Wissen. Der Stein im Kelch könnte Hunger und Tod beseitigen und die Menschen in ein neues Zeitalter führen, und das Reich Gottes würde letztlich erscheinen. Noch war die Menschheit nicht reif, doch waren die mächtigsten Männer der Welt gewöhnliche Schwächlinge. Eines Tages mochte ein solcher Philosophenkönig erscheinen und ein neues, wahres Rom begründen. Ich beschloss, nach Britannia zurückzukehren und diese Aufgabe zu der meinen zu machen. Ich hatte meine Bestimmung gefunden. Ich würde selbst jenen Mann erschaffen und nach meinem Wissen und Willen formen.